Es gibt dieses Buch, weil in der ersten Hälfte dieses Jahres sich 25 Experten auf Einladung des Internet- und Gesellschaftslaboratory in einer Initiative zusammengefunden haben, um Fragen der Nachhaltigkeit in der digitalen Welt, um Fragen der Langzeitarchivierung miteinander zu erörtern, die Chancen, Risiken, die Notwendigkeiten und den Handlungsbedarf zu diesem Thema miteinander zu erörtern. Das Spannendste für mich war, dass ungeachtet aller Kontroversen, ungeachtet aller Streitigkeiten in Details, auch ungeachtet von institutionellen Gräben und Zuständigkeitsfragen, unter allen Experten ein großer Konsens bestand, dass jetzt gehandelt werden muss und jetzt Strukturen aufgebaut werden müssen für die digitale Langzeitarchivierung. Dieser Konsens hat seinen Ausdruck gefunden im Berliner Appell zum Erhalt des digitalen Kulturerbes. Auch dieser Appell ist in diesem Buch abgedruckt. Dieses Buch soll jeder lesen. Ich denke, jeder weiß aus seiner persönlichen Erfahrung, wie schwierig das ist, sagen wir mal, die Fotos, die auf einer Handykamera im vorletzten Urlaub gemacht wird, noch wieder hervorzuzaubern, wenn dieses Handy in der Badewanne gelandet wird, wie digitale Inhalte für die Nachwelt erhalten werden, ist eine Frage, die nicht nur uns persönlich betrifft, sie betrifft jeden von uns, sondern auch uns als Gesellschaft und als Land. Und wir müssen diese Frage jetzt strukturiert angehen. Dieses Buch bietet die Möglichkeit, sich dieser Frage aus ganz unterschiedlicher Perspektive zu nähern und ganz unterschiedliche Aspekte dieses Themas näher zu studieren.